Hey Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem Video von mir. Schon ewig lang keins mehr hochgeladen, geschweige denn überhaupt öffentlich gestellt. Das lag daran, ich habe momentan so eine kleine Durststrecke. Ich hatte keinen Bock mehr auf die ganzen, also wirklich keinen Bock mehr auf die ganzen Games, die gerade auf meinem Kanal liefen. Und auch gerade überhaupt so wirklich keine Zeit und keine Lust, irgendwie überhaupt was zu zocken. Und jetzt habe ich halt gedacht, ich mache mal ein kleines Statement, warum keine Videos kamen, denn ich habe es ja überhaupt nicht begründet, nirgends, Instagram nicht nirgends. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache jetzt mal ein Video, wo ich erzähle, dass vielleicht doch noch was kommt, aber wenn, dann ganz neue Projekte, denn es hat mir einfach alles keinen Spaß mehr gemacht. Ich weiß nicht, das sind alles nicht so die Spiele, die ich spielen will, und ich weiß auch nicht, ob ich weiterhin wirklich Story-Games machen will, weil es macht schon immer ganz viel Spaß, die ersten 3 oder 4 Parts, aber dann verliert man sich irgendwie, also ich zumindest, ich verliere mich dann in dem Projekt und irgendwie, weiß nicht, nach 10, 15 Parts macht es einfach keinen Spaß mehr, weil ich kann es eigentlich gar nicht richtig erklären. Und ja, Minecraft habe ich natürlich auch keinen wirklichen Bock drauf. Ich überlege mir da mal was. Vielleicht kommen doch Story-Let's Plays, aber wenn, dann eher so in Horror-Richtung. Weil die, also Outlast, war ich immer voll mit dabei. Immer mega geil. Aber bei so normalen Spielen wie The Witcher, auch richtig geil. Aber wenn ich mir überlege, dass es noch, was weiß ich, wie viele Parts werden, ist mir das einfach zu viel. Ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Ich schaue jetzt mal, ob ich irgendwo noch ein Horrorspiel herbekomme oder so. Oder schreibt am besten eins in die Kommentare. Weil wenn, dann spezialisiere ich mich jetzt erstmal auf Horrorgames und dann mal schauen. Dann werden wir sehen, was die Zeit bringt. Auf jeden Fall nicht jetzt denken, dass gar nichts mehr kommt. Es kommt schon noch was, aber es dauert vielleicht noch ein bisschen. Trotzdem vielen Dank, dass ihr weiterhin dabei geblieben seid. Jetzt die 3 Wochen sind es, glaube ich, schon, wo nichts mehr kam. Ganz schön lang eigentlich. Ich hoffe, ihr wartet noch, bis ein neues Projekt startet. Und dann geht's wieder los mit Xenox in Action. Bis dann.